Ja, vielen Dank, Frau Präsident, Hohes Haus, werte Zuhörer, liebe Österreicher. Gerade Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene stehen nach mehr als einem Jahr Corona-Politik vor enormen psychischen Herausforderungen, ist der erste Satz. Und diesen Satz können wir wohl alle unterschreiben. Jugendliche, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, Jugendliche, die ohne Präsenzunterricht ihre Schule absolvieren mussten, Jugendliche, die ihre Geburtstage alleine gefeiert haben, Jugendliche, die Ostern und Weihnachten ohne Großeltern verbracht haben und vieles, vieles mehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Jugendliche wurden tatsächlich von diesen völlig überzogenen Maßnahmen einer türkis-grünen Bundesregierung drangsaliert. Das steht außer Frage. Und ja, es steht auch außer Frage, dass das Betreuungsangebot für unsere Kinder und Jugendlichen ausgebaut werden muss. Denn der einzige Blick, den wir gehabt haben in den vergangenen Monaten, war jener auf den Kinderpsychiatrien, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber jetzt sich hierher zu stellen, ja, und sich eine kleine Splittergruppe herauszupicken, das ist nicht nur populistisch, sondern völlig fehl am Platz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Warum führt man diesen Antrag nicht zu Ende? Nämlich genau so, wie er begonnen hat. Man zählt die Probleme in dem ganzen Corona-Wahnsinn auf und bezieht sich dann auf einen kleinen Teil der Bevölkerung. Dann führt man da drinnen noch dieses Trevor-Project an. Ich möchte fast sagen, ein Mottenkistenprojekt aus dem Jahr 1998. Wir sind heute im Jahr 2021 angekommen. Und deswegen möchte ich Ihnen auch einen Antrag aus der letzten Sitzung des Volzberger Gemeinderates nicht vorenthalten. Ja? Das ist nämlich was Aktuelles und nicht mehr als 20 Jahre alt. Der Gemeinderat wird aufgefordert, rasche flächendeckende Ausweitung eines kostenfreien psychologischen und psychotherapeutischen Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebots sicherzustellen. Dabei ist es notwendig, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen besonderes Augenmerk zu legen. Na, meine sehr geehrten Damen und Herren, was glauben Sie, welche Fraktion diesen Antrag abgelehnt hat? Die FPÖ war es nicht, die ÖVP war es auch nicht die Grünen und die Kommunisten haben diesen Antrag gestellt. Ja? Es war die SPÖ, die diesen Antrag abgelehnt hat, nämlich genau jene, die sich heute hier hinstellen und diesen populistischen Antrag stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, ich würde fast sagen, dieser Antrag ist ja nicht nur weltfremd, der ist jetzt wirklich diskriminierend, denn der befasst sich nur mit einer kleinen Splittergruppe der Bevölkerung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist mir völlig egal. Es ist mir völlig egal, ob am Anderl auf einem Anderl steht, ein Weiberl auf einem Weiberl oder am Anderl auf einem Weiberl. Ja? Das ist mir völlig egal, aber mit diesem gesamten LGBTIQ und LGBTIQ plus Dingen kann ich einfach nichts mehr anfangen. Wir übergehen Straßenverkehrsordnungen, malen jetzt, wie ich es gerade wieder gesehen habe, Regenbogen statt Zebrastreifen. Wir ersetzen das Ampelmännchen durch Ampelweibchen. Ja, liebe Kollegen, das nimmt ja alles Phasen an, die völlig weltfremd sind und in mein Weltbild nicht mehr hineinpassen. Aber ja, abschließend möchte ich schon noch sagen, das psychosoziale Beratungsangebot muss auf jeden Fall ausgebaut werden, aber für alle Kinder und Jugendlichen, nicht nur für eine kleine Splittergruppe. Bei diesen Anträgen kommt es mir immer so vor, wenn ich mich schon bald rechtfertigen muss, dass ich aus meinem Anlauf ein Weiberl stehe, ja? Oder nicht mehr das typische Familienbild in Ihrer Fraktion darstelle. Ja? Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren.